Also hier haben wir ein Beispiel für die Kiriko-Fälschung. Wir sollten uns nämlich anschauen, was für typische Elemente der Künstler die Kiriko in seinen Kunstwerken verwendet. Und da hätten wir zum Beispiel diese Figuren, das sind oft Gliederpuppen. Diese jetzt hier. Ja, wie man auch auf dem Bild daneben sehen kann. Und die haben dann also diese Platten und oft, ja genau, und oft hat er auch diese Häuser, die das Bild eigentlich rahmen, und einen roten Turm und eine rote Mauer, die sind auch sehr typisch. Und außerdem diese Bühne, die ja schön auf einem Fluchtpunkt läuft eigentlich, also das stellt man sich vor. Ja. Aber tatsächlich macht der Künstler das so, dass die ganze Perspektive in seinem Bild eigentlich nur Betrug ist. Ja, und deswegen... Warum Betrug? Weil, wenn man sich dann tatsächlich Gedanken macht und einen Fluchtpunkt finden möchte, dann findet man ihn nicht. Stimmt. Wenn man es genauer betrachtet, dann fällt einem das auf. Ja, wir sind heute Abend hier im Rathaus und der Kunstleistungskurs der KGS Leeste hat heute seine Ausstellungseröffnung hier gehabt. Die Werke hängen an den Wänden auf 2 Etagen. Der Besuch war fantastisch. Die Schülerinnen sind richtig, richtig stolz auf ihre Arbeiten und ich bin auch stolz darauf, was die Schülerinnen tatsächlich geleistet haben. Es ist eine langjährige Tradition, dass die KGS Leeste die umfangreichen Arbeiten des Leistungskurses Kunst hier im Rathaus ausstellt. Wir sind Lisa und Dora und wir sprechen für den gesamten Kurs, wenn wir sagen, dass uns diese Ausstellung mit Stolz erfüllt. Fast 2 Schuljahre sind wir jetzt schon gemeinsam im Kunstleistungskurs, aber erst beim Aufbau dieser Ausstellung ist uns eigentlich aufgefallen, naja, was uns tatsächlich gelungen ist. Jeder von uns hat Werke geschaffen, die ohne diesen Kurs niemals zustande gekommen wären. Wir wären kaum auf solche Ideen gekommen. Da würde ich jetzt auch ansprechen, zum Beispiel diese Bilder, die Sie dort an der Wand sehen können, zum Thema Bild der Dinge. Ich meine, wer wäre zum Beispiel von selbst auf den Gedanken gekommen, einen Alltagsgegenstand monumental darzustellen und ihn mit einer menschlichen Eigenschaft in Verbindung zu bringen? Ich bin Tessa Mahler aus dem Kunstleistungskurs der KGS Leeste und ich stehe hier vor meinem Bild, was wir zum Thema die Kiriko malen sollten. Und es soll eine Fälschung darstellen mit einem kleinen eingebauten Detail, was wir uns selber aussuchen durften. Die Aufgabe hat ziemlich viel Spaß gemacht, war ziemlich interessant, das erste Mal auf Leinwand zu malen. Und gerade das Format ist natürlich riesig und das beansprucht ziemlich viel Zeit. Hallo, ich bin Julia Hoderleck aus dem Kunst-LK in der KGS Leeste. Im Hintergrund sieht man mein abstraktes Gemälde, welches wir hier im Rathaus ausstellen. Die Aufgabe war, eine abstrakte Landschaft zu gestalten. Bei Abstrakten kann man sich natürlich immer selber ausdenken, was das nun bedeutet. In unserem Kunstleistungskurs sind wir 17 Leute und wir haben uns in unseren fast 2 Jahren damit beschäftigt, unter anderem mit dem Bild der Dinge, dann mit dem Bild des Raumes und mit dem Bild des Menschen. Hier haben wir ein Beispiel für das Bild der Dinge. Und ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis für uns alle. Da die Themenvielfalt so groß ist, konnte jeder von uns etwas finden, womit er sich identifiziert hat ein Stück weit. Es ist dann dieses Blatt mit dem Ast. Das hätte der Künstler wahrscheinlich eher nicht verwendet. Und dann habe ich mich mit diesem Bildaufbau beschäftigt, die typischen Elemente und mein Extra. Der rote Turm ist immer in seinen Bildern mit drin? Nicht immer, aber oft, in vielen Bildern tatsächlich. Okay. Und dementsprechend habe ich dann diesen Bildaufbau konstruiert und das Ganze mit Ölfarbe umgesetzt, was für mich eine Herausforderung war. Wir haben in den 1,5 Jahren 3 Themenbereiche bearbeitet. Bild des Menschen, Bild der Dinge und das Bild der Landschaft. Das sind alles Vorgaben, die aus dem Kultusministerium kommen. Und zu diesen Themenbereichen haben die Schülerinnen in verschiedenen Techniken gearbeitet, wie man hier sehen kann. Und ja, was kann ich sonst noch erzählen? Die Schülerinnen waren so frei, auch eine Klausur
die unter praktischen Abiturbedingungen erstellt wurde, auszustellen. Ich finde, das ist eine enorme Leistung im Abitur. Wir haben jetzt noch ungefähr sechs Wochen, dann geht ihr ins Abitur und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die Noten schreibt, die ihr euch erwünscht und erträumt oder hofft oder auch für die ihr wirklich schwer gearbeitet habt. Und ich hoffe, dass alle ihr Abitur bestehen und auch mit dem Notendurchschnitt, den sie haben möchten, zum einen. Und ich hoffe, dass ihr dann, wenn ihr dann ins Leben tretet, eine Ausbildung anfangt oder das Studium beginnt, dass ihr da auch irgendwie erfolgreich seid. Ich hoffe aber trotzdem auch, dass ihr aufrecht durchs Leben geht. Mutig und eurem Herzen folgt. Und was ich euch ganz besonders wünsche, ist, dass ihr jemanden findet für euer Leben, der bei euch ist, der euch zuhört, der euch liebt und gern hat und mit dem ihr Spaß habt. So, das Letzte, was ich mir wünsche von euch, ist ein bisschen weniger mit dem Handy.